Herzlich willkommen bei den BeBrassy Tutorial Videos. Als nächstes schauen wir auf die Putting Probability Statistik, also die Einlochquoten. Wir fangen an bei der One-Putt Probability und hier haben wir den Gesamtüberblick. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass hier jetzt in der letzten Runde 50% der Einputts gelocht wurden, also 9 Putts von 18. Und wir gucken mal in die einzelnen Kategorien hinein. Beginnen wir mal mit den XS-Putts. Das sind die Putts von unter 60 cm. Da habe ich eine Einlochquote von 100%, was man auch hier oben im Average sehen kann. Aus der Entfernung S, das ist also zwischen 60 cm und 1,50 m, ist der Average bei 77%. Und hier sieht man schon in den letzten 4 Runden eine deutliche Verschlechterung. So habe ich in der letzten Runde nur noch 50% meiner Putts von unter 1,50 m gelocht. In der Kategorie M bis 2,40 m ist die Ein-Putt-Wahrscheinlichkeit 42% aktuell. Und man sieht, hier ist mir, hier hatte ich gar keinen, aber da hatte ich 2 Chancen, habe keinen gelocht, 0%. Hier hatte ich auch 2 Chancen, keinen gelocht, 0%. Hier hatte ich eine Chance, einen gelocht, 100% und so weiter. Aus der Kategorie L ist die Einlochquote 22%. In der Kategorie XL ist sie 2% und in der Kategorie XXL ist sie 10%. Die Kategorien, die kannst du dir anschauen unter der Strokes Gained Statistik. Hier beim Putten sieht man, XS ist 60 cm, S ist bis 1,50, M ist bis 2,40. Dann 4,60 m ist die Kategorie L und kürzer als 9,1 m ist die Kategorie XL und alles, was größer als 9,1 m ist, ist XXL. So, dann geht es weiter zur 3-Putt-Probability, also die ja quasi 3 Putts aus den jeweiligen Distanzen. Aus den Distanzen XS habe ich keinen 3-Putt gemacht, S keinen 3-Putt gemacht, M keinen 3-Putt gemacht. Aus L immer noch kein 3-Putt gemacht, auch aus XL kein 3-Putt gemacht und nur aus XXL hatte ich jetzt einen 3-Putt in der letzten Runde und ich hatte 3-mal XXL-Putts in der Runde am 3.9. und habe einen davon gedrillot. Das ist im Prinzip hier diese One-Putt- und 3-Putt-Probability-Statistik. Und die hilft schon enorm weiter bei der One-Putt-Probability per Hole. Da kann man den Filter ignorieren, dann setzt man ihn hier auf alles und dann sieht man, okay, bei allen meinen Chancen overall habe ich die Chance von 22% auf einen Ein-Putt und bei den 3-Putts ist das quasi 2,68-prozentige Wahrscheinlichkeit auf einen 3-Putt, was jetzt schon erstmal ganz ordentlich ist. Ja, hier oben habt ihr wieder den altbekannten Filter für die anderen Einstellungen, Rundentyp, Platz, Zeitraum, Anzahl der Runden und so weiter. Da könnt ihr euch ein bisschen rumspielen und klar, je mehr Putts ihr hier in der Statistik habt, umso aussagekräftiger ist die Statistik natürlich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Golfsaison, eine schöne Runde. Genießt es und be brassy.